So Leute, und willkommen auf meinem Kanal. Heute starte ich mal eine neue Folge GTA Online, und zwar bin ich diesmal alleine. Ich bin auch in einer Lernlobby. Ich bin jetzt Level 136 und ich habe mir eine mobile Kommandozentrale gekauft. Ich habe sie aus meinem Bunker jetzt mal rausgefahren und ich wollte sie mal mit euch ein bisschen anschauen. Und nach diesem Anschauvideo der mobilen Kommandozentrale hätte ich gesagt, kaufe ich mir eine Spielhalle, dass wir die Casino-Heist nämlich dann machen. Dazu werde ich dann nämlich dann immer wieder Casino-Videos machen und die Vorbereitung. So, hier konnte man sich das kaufen. Man kann es auch immer noch sich aussuchen und so verändern, wenn man es will, wenn man es braucht. Auch die Innenfarbe, aber für 115.000 sieht es scheiße aus. So, gut, gehen wir raus und gehen mal hinten rein. Schicke Maske, ne? So. Wir schauen uns das jetzt mal gemeinsam an. Ah ja, das ist unsere Werkstatt. Ich habe nämlich hinten eine Werkstatt für Autos mit drin. Da könnte ich dann zum Beispiel tunen oder irgendwelche anderen Sachen noch machen. Da gehen wir mal an den Computer. So, dann können... Passwort, ganz geheim. Okay, so you found the terminal. Are you ready to run an off out of this mobile off center? Budgets aren't what they used to be, but we've still got a ridiculous amount of money to spend on cool toys. Operationally appropriate hardware. There are jobs available now. Just click accept and we'll get you started. You'll be maintaining the global order while driving the most state-of-the-art weaponized vehicles available. And any equipment you use gets discounted on war stock. And that's because we trust you. So this is a good thing you're doing. Very good. So, ja, genau, also ich könnte jetzt hier so Missionen machen, das kennt man ja auch jetzt vom Büro, diese Spezialmission. Das ist eigentlich genau das gleiche, nur dass man es hier drüber machen kann und dann hat man hier noch seine Waffen. Ja, komm, hier. So, wir können erst benutzt werden, wenn die Heckgeschütze in Fahrzeug sind. Ach so, ja gut, die muss ich noch kaufen, aber die habe ich schon beim Bunker freigeschaltet. Muss ich mal schauen, wie ich die reinbauen kann. So. Da könnte ich jetzt zum Beispiel auch noch hier schießen. Genau so, zum Beispiel. So. Steh auf, Alter. So, wenn ich mir zum Beispiel irgendeinen Oppressor hole oder ein fliegendes Auto, dann könnte ich das hier reinfahren und tunen lassen für was weiß ich, wie viel Geld. Ich glaube, eine Menge. Das ist mein Mechaniker. Hallo. Hier sind auch Waffen, okay. Kann ich mir hier Waffen irgendwie? Nee, kann nichts machen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Platz. So, kann ich jetzt auch wieder, ja, Anhänger verlassen. Da ist schon die Polizei, scheiße. So, ich fahre mal kurz eine Runde, aber Hilfe. Ich lasse mich mal kurz umbringen. Also ich bringe mich mal kurz um und dann hole ich mal kurz mein Auto. So, jetzt hole ich mal kurz mein Auto, weil mein Auto steht nämlich da vorne. Dann gucken wir mal, ob wir das vielleicht reingefahren bekommen und dann gucken wir mal, was man damit vielleicht zu machen kann. Ich weiß ja nicht. So, nachdem ich jetzt das Auto habe, fahren wir jetzt mal kurz hier runter. Das ist ein Fister Neon, falls ihr euch fragt, was das für ein Auto ist. Für 1,5 Millionen könnt ihr es holen. Bei Legendary Motorsport. So, und jetzt gehen wir da mal rein und gucken mal, was man damit... Du kannst dieses Fahrzeug nicht in der mobilen Kommandozentrale modifizieren. Okay. Na gut, kann man doch nichts machen. So. Weil wir ja jetzt zu viel Geld haben, gucken wir nämlich jetzt mal wegen der Spielhalle, wie ich ja gesagt habe. Das war, glaube ich, hier bei dem, ja genau, Maze Bank. So, wir haben auch schon eine Basis, dazu habe ich schon Videos gemacht, die verlinke ich euch oben beim i. Ich habe auch schon ein Clubhaus, dazu habe ich aber noch kein Video gemacht. Ich habe hier unten mein Clubhaus, ich habe auch schon einen Bunker, dazu habe ich mal ein Video gemacht, und ich habe auch einen Hangar, dazu habe ich noch kein Video gemacht. Ich gehe mal jetzt Spielhalle, weil ich habe jetzt nicht so viel Geld. Die hier wären mir viel zu teuer und die wären mir auch ein bisschen zu, na gut, nicht zu weit weg, aber die wären mir zu teuer. Hier ist auch zu teuer, aber sie ist halt sehr gelegen. Und für
Ah, 2,58 Tonnen hier oben will ich mir keine kaufen, obwohl sie sehr billig sind, aber immer da hoch zu fahren ist echt anstrengend. Ja Leute, also, ich hätte gesagt, die wollte ich schon, ich kaufe mir jetzt aber die hier für 2,3 Millionen. Es ist eine Spielhalle und mit der Spielhalle kann man verschiedene Vorbereitungsmissionen und die heißt von, also die Casino heißt vollenden. Das wäre dann zum Beispiel, dass wir dann ins Casino einbrechen und Geld klauen. Wir kaufen das jetzt. So, jetzt kann man es noch gestalten, eine Scheiße. Alter. Ja, komm, wir nehmen, oder? Alter, das sieht. Ja, komm, das sieht geil aus. Das sieht gut aus. Boden. Das sieht gut aus, dann nehmen wir das noch. So, Wände. Boah, Hunde. Nee, dann nehmen wir noch das. Extras. Privaträume. Boah, 150.000. Highscore Bildschirme. Nee. Garage. Der Garage ist schon geil, also. Da kann man halt dann noch mehr Autos reinstellen. Da ist halt die Frage für 215.000. Ich habe ja schon eine Base. Und auch nicht eine Spielhalle, aber eine. Nee, komm, ist egal, packen wir mit rein. So Nachtclub meine ich. Privaträume? Nee, oder? Nein, für 2,6, oder? Wir kaufen das Ding jetzt für 2,6. Ja, komm. So. Kaufen. So, zurück zur Karte. Raus. Well, I guess I am Ja, jetzt officially freut out sich of Lester. retirement. Let's get this arcade up and running and get to robbing us the casino, huh? The staff's already on board. Meet us there and we'll see what needs doing. Genau, Lester hat mir nämlich immer. Der hat mich immer voll gespammt mit seinen behinderten E-Mails, dass wir endlich mal so eine Casino-Heist machen müssen. Das war oh, echt nervig. Also, ich wollte ihn schon melden, aber leider ging es nicht. Ja. Genau. Mobile Kommandozentrale hat ungefähr auch 2,5 Millionen gekostet und jetzt noch die Spielhalle für 2,6. Was habe ich gerade gesagt? Ja, 2,5 und 2,6. Also ist schon eine Menge Geld für die zwei Sachen. Ich habe jetzt noch ein bisschen mehr als 6 Millionen. Ich guck mal, was ich damit jetzt noch so anfangen kann. Und dann denke ich mal, werde ich wieder ein Video machen. Als nächstes kommen ja dann die weiteren Vorbereitungsmissionen und die nächste heißt für den Weltuntergangs. Also die Weltuntergangs heißt, denke ich mal auch mit Luke, wo wir dann ja die Welt retten werden. In der Base dann halt. Ja, das war es eigentlich schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat und halt ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da, Abo nicht vergessen, wie ihr es kennt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst gerne ein Like da und ciao.